Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Susanne Mertens, die leitet seit 2016 eine Forschungsgruppe zur Neutrinophysik am Max-Planck-Institut für Physik. Die beschäftigen sich insbesondere auch mit sterilen Neutrinos als Kandidaten für dunkle Materie und darüber hinaus. Aber heute wird sie uns von Katrin erzählen, einem Experiment, das Neutrinos gewissermaßen auf die Waage bittet. Aufgezeichnet wurde der Vortrag in der Reihe Kaffee und Kosmos im Muffatwerk und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Okay, also in meinem Vortrag Neutrinos auf der Waage möchte ich Ihnen erklären, wie und vor allem auch warum man diese Teilchen auf eine Waage setzen möchte und wie das Gewicht von diesem Neutrino vielleicht helfen könnte, einige von den großen Rätseln in unserem Universum zu lösen oder zu helfen zu lösen. Um Ihnen diese großen Rätsel ein bisschen näher zu bringen, fangen wir mit einer Slide an, die einen sehr tiefen Blick ins Universum bietet. Und das finde ich ein sehr beeindruckendes Bild, aufgenommen vom sogenannten Hubble Space Telescope. Und hier hat dieses Teleskop 23 Tage lang auf einen kleinen Ausschnitt im Universum gestarrt. Das heißt, die Belichtungszeit von diesem Foto war so lang, dass selbst Licht von sehr weit entfernten Objekten genügend gesammelt werden konnte, um hier sichtbar zu werden. Kennen Sie vielleicht von Ihrer Kamera, wenn es dunkel ist, erhöht man die Belichtungszeit. Und genau so hat dieses Bild funktioniert. Was Sie jetzt hier sehen, diese hellen Punkte, sind tatsächlich keine Sterne, sondern sind ganze Galaxien. Tausende von Galaxien wurden hier aufgenommen. Und eine von diesen Galaxien kennen wir ziemlich gut. Das ist unsere Milchstraße. Unsere Milchstraße selbst ist aus Milliarden von Sternen gefüllt. Und wiederum, einen von diesen Sternen kennen wir ganz besonders gut, von dem hängen wir ab. Das ist unsere Sonne, natürlich. Und um diese Sonne kreist unsere Erde. Hier. Jetzt kommen wir schon zu Größenordnungen, die uns ein bisschen vertrauter sind. Und natürlich wissen wir, die Erde ist von ziemlich vielen Menschen bevölkert. Und einer von diesen Menschen ist uns, oder einige von diesen Menschen, ist uns auch recht wohl bekannt. Und dieser Mensch ist auch wieder aufgebaut. Und hier war ich mal so frei, ich glaube, ich habe 70 Kilo angenommen oder sowas. Also, und das würde dann 10 hoch 28, also eine 1 mit 28 Nullen, Atomen entsprechen. Das heißt, Frau Merkel ist aus 10 hoch 28 Atomen aufgebaut. Ein Atom kennen Sie wahrscheinlich hier im Inneren, ein Atomkern aus Protonen und Neutronen und drumherum bewegen sich Elektronen. So, natürlich ist nicht nur Frau Merkel aus Atomen aufgebaut, sondern wir alle. Die ganze Erde ist aus Atomen aufgebaut. Die Sterne, die Galaxien und überhaupt alle Materie, die wir überhaupt kennen. Und jetzt kommt die große, große Überraschung. Wenn wir uns anschauen, woraus unser Universum besteht, dann sehen wir, dass diese Atome, also alles, was wir kennen, nur 4% der gesamten Materie und Energie unseres Universums ausmacht. 95% sind uns völlig unbekannt. Deshalb wird das Ganze dunkle Energie und dunkle Materie genannt. Dunkel, weil wir es nicht sehen können und weil wir nicht wissen, was es ist. So. Und das ist, denke ich, eins der großen Rätsel in der Physik heutzutage, nämlich woraus besteht unser Universum? Und eine damit sehr eng verknüpfte Frage ist, wie haben sich Strukturen so wie unsere Galaxie entwickelt? Das hängt nämlich davon ab, wie unser Universum zusammengesetzt ist. So, und jetzt kommen wir zu, dreimal dürfen Sie raten, dem Neutrino. Und dieses Neutrino, dieses Elementarteilchen, kann tatsächlich helfen, diese großen Fragen zu beantworten
oder zumindest dazu beizutragen. Und um Ihnen dieses Neutrino näher zu bringen, möchte ich hier jetzt auf einen bestimmten Prozess eingehen, hier an dem Flipchart. Und jetzt geht es ein bisschen in die Physikmaterie. Also Atome, daraus sind wir aufgebaut, aber Atome bilden nicht nur einfach die Materie, sondern manche Atome können auch zerfallen. Und Sie haben vielleicht schon vom radioaktiven Zerfall gehört und eine bestimmte Sorte davon ist der sogenannte Beta-Zerfall. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das lesen können. Das ist jetzt ja nicht so groß, geht's? Okay, also schauen wir uns mal das einfachste Atom an. Das wäre das Wasserstoffatom, was im Kern einfach einen Proton hat und was hier von einem Elektron umkreist wird. Es gibt aber auch andere Sorten sozusagen von diesem Wasserstoff, und zwar das Tritium. Und beim Tritium befinden sich einfach zwei weitere Neutronen im Atomkern. Dieses Atom heißt Tritium. So, das Besondere an diesem Atom ist, dass es nicht stabil ist. Es kann also einfach zufällig plötzlich zerfallen. Ähnlich wie so ein Jenga-Turm plötzlich zerfällt. Und was passiert bei so einem Zerfall? Eins dieser Neutronen wandelt sich in ein Proton um und ein Elektron wird ausgesendet. So, was jetzt wichtig ist, ist, dass bei diesem Zerfall eine feste Energiemenge freigesetzt wird. Fest heißt in diesem Zusammenhang, immer dieselbe Energie wird freigesetzt bei diesem Zerfall. Und diese Energiemenge, ich nenne sie mal E frei, weil sie freigesetzt wird, ist 18,6 Kiloelektronvolt. Und was ist das? Das ist die Einheit für Energie, die Physiker gerne benutzen. Sie kennen Kilogramm für Gewicht, Meter für Länge und Elektronvolt ist eine beliebte Einheit für Energie in der Physik. So, jetzt, wohin geht diese Energie? Die Energie kann eigentlich nur auf dieses Elektron übertragen werden. Dieses Elektron fliegt also mit einer Energie von 18,6 Kiloelektronvolt davon. So, und um diese Hypothese zu überprüfen, wurde in den 30er Jahren Experimente durchgeführt und da hat man sich solche Beta-Zerfälle angeschaut und hat gemessen, wie viel Energie dieses Elektron hat. Und jetzt keine Angst, ich zeige jetzt mal ein bisschen wissenschaftlich, was dabei herauskam. Es war nämlich eine große Überraschung. Keine Angst, ich erkläre es später nochmal ohne wissenschaftlichen Graphen. So. Also was man da gemacht hat, ist, man hat hier die Häufigkeit. Man hat aufgetragen, welche Energie das Elektron hat. Wie oft hat das Elektron welche Energie? Hier wäre 0, hier wäre zum Beispiel 10 keV und hier wären diese 18,6 keV. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir 100 solche Zerfälle anschauen. Und jedes Mal messen wir, wie viel Energie trägt das Elektron davon. Was wäre unsere Erwartung? Unsere Erwartung wäre, dass bei jedem dieser Zerfälle das Elektron 18,6 Kiloelektronenvolt hat. Also, wir würden 100 Mal in allen 100 Fällen 18,6 messen. Was aber beobachtet wurde, war Folgendes. Das heißt, das Elektron hat nur sehr, sehr selten eine Energie von 18,6 bekommen. Sehr viel häufiger hat es ungefähr 10 bekommen, manchmal auch ganz wenig. Und das hat die Physik in eine Krise gestürzt. Also das war eins der riesengroßen Rätsel und hat die Physik in den Grundfesten erschüttert, weil man dachte, ist jetzt die Energieerhaltung verletzt.
was eine Grundregel in der Physik ist. Aber es kam jemand zur Hilfe, ein ganz berühmter Physiker, und den schauen wir uns kurz an. Ist leider abgeschnitten, das ist der Wolfgang Pauli. Und der schreibt hier in einem ganz berühmten Brief, man sieht es 1930, diesen Brief schreibt er, weil er an eine Physiktagung, an der er selbst nicht teilnehmen konnte, weil er angeblich mit irgendeiner Frau auf einer Tanzveranstaltung war. Aber er schreibt: Liebe radioaktive Damen und Herren, und sinngemäß, es könnte doch sein, dass ein weiteres Teilchen zusammen mit dem Elektron hier emittiert wird, nämlich das Neutrino. Und wie löst das das Problem? Wenn wir zwei Teilchen haben, die hier emittiert werden, können die sich die Energie beliebig aufteilen. Manchmal nimmt das Neutrino viel Energie, dann kriegt das Elektron wenig. Manchmal nimmt das Neutrino wenig Energie, dann kriegt das Elektron viel. Deshalb ist es möglich, dass das Elektron alle möglichen Energien mal bekommt. Und genauso muss sich das Elektron die Energie, die freigesetzt wird, mit dem Neutrino teilen und kann nicht immer 100% bekommen. So, Neutrinos entstehen im Beta-Zerfall. Und zwar in jedem Beta-Zerfall. Was könnten Sie sich vorstellen, wo werden besonders viele Neutrinos produziert? Wo entstehen denn besonders oder passieren besonders viele Beta-Zerfälle? In der Sonne. In der Sonne, das wissen Sie alle schon. Ja. Genau. Da gibt es Fusion und dabei entstehen enorme Mengen an Neutrinos. Kennen Sie alle, wenn Sie jetzt mal ganz kurz an Ihre Nasenspitze denken, 60 Milliarden fliegen durch Ihre Nasenspitze Neutrinos pro Sekunde. Aber auch Kernkraftwerke emittieren enorme Mengen an Neutrinos. Oder auch wir, und hier sollte dieses Bild kommen, wenn Sie sich mal fragen, worüber die sich wohl unterhalten, könnte ja sein, Frau ist ja eine Physikerin, wir emittieren mehrere Millionen Neutrinos am Tag durch unsere Nahrung, die wir aufnehmen. Bananen zum Beispiel enthalten Kalium, die diesen Beta-Zerfall durchführen und dabei Neutrinos aussenden. Letztendlich ist aber der größte Neutrino-Produzent der Urknall. Im Urknall wurden so viele Neutrinos produziert, dass heute noch, also 13,6 Milliarden Jahre später, das gesamte Universum mit ca. 300 Neutrinos pro Kubikzentimeter gefüllt ist. Überall im gesamten Universum, also eine enorme Menge. Ja. Und jetzt können Sie sich fragen, warum weiß ich denn davon? Also warum weiß ich davon nichts? Warum spüre ich davon nichts? Wenn doch alles von Neutrinos erfüllt ist. Und das liegt daran, dass es tatsächlich Geisterteilchen sind, so kann man sich's vorstellen, die einfach durch alles durchfliegen. In der Fachsprache heißt das, sie wechselwirken schwach. Also man kann sich auch anschaulich vorstellen, zum Beispiel, da gibt es auch viele Analogien, wenn man müsste, tja, selbst wenn man das gesamte Volumen zwischen der Sonne und der Erde mit Blei aufgießen würde, selbst dann könnte man die Neutrinos aus der Sonne nicht stoppen. Also sie fliegen einfach wie Geister durch alles durch. So, und deshalb hat es auch ewig gedauert, bis man mal tatsächlich eins gefunden hat. Und das hier ist die glückliche Gruppe, das ist auch leider schon, das war so in den 50er Jahren, also fast 30 Jahre nachdem Pauli postuliert hat, dass es ein Neutrino geben sollte, wurde dann mal tatsächlich eins gefunden. Gott sei Dank hat Pauli zu dem Zeitpunkt noch gelebt. Also er hat noch mitbekommen, dass er recht hatte, was natürlich schön ist. Das war das Projekt Poltergeist, da gehe ich aber jetzt nicht näher drauf ein. Aber in dem Moment wurde die experimentelle Neutrinophysik richtig geboren oder ging richtig los. Und in den folgenden Jahren wurden gigantische Detektoren gebaut, wie zum Beispiel dieses hier, fantastisches Experiment, Super Kamiokande in Japan. Und das ist ein Schlauchboot, da sitzen Menschen drin. Also riesengroß, so groß, damit man eben mal
eine Chance hat, eins von diesen Neutrinos ab und zu mal einzufangen und sichtbar zu machen durch zum Beispiel einen Lichtblitz, der dann mit einem von diesen Tausenden von, sagen wir, Kameras detektiert werden kann. So, mit diesen gigantischen Experimenten hat man mehr über die Neutrinos rausgefunden. Faszinierende Sachen, zum Beispiel, jetzt, dass es drei Sorten von Neutrinos gibt, drei Geschmacksrichtungen. Und es kam noch schlimmer, man hat auch herausgefunden, dass sich diese Geschmacksrichtungen ineinander verwandeln können. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Erdbeereis und auf dem Weg nach Hause hat sich es in ein Schokoeis verwandelt. So ungefähr funktioniert das bei den Neutrinos. Das können wir gerne in der Diskussionsrunde diskutieren, aber was relevant für diesen Vortrag ist, ist, dass dieses Phänomen beweist, dass Neutrinos eine Masse haben. Neutrinos wiegen nicht nichts, was man bis dahin angenommen hatte. Dieses Phänomen kann nur auftreten, wenn Neutrinos eine Masse haben. Neutrinos wiegen nicht nichts. Dafür gab es den Nobelpreis in 2015 für Kajita und Art McDonald. So, also wir wissen, dass Neutrinos eine Masse haben. Neutrinos sind überall. Wechselwirken schwach. Heißt, sie fliegen durch alles durch. Und wiegen nicht nichts. So. Und was bedeutet das jetzt, dass diese Neutrinos diese Eigenschaften haben? Das heißt, dass selbst wenn die Neutrinos auch nur ein ganz klein bisschen was wiegen, spielt das doch eine entscheidende Rolle für das Universum, weil es einfach so unglaublich viele von ihnen gibt. Und wenn wir nochmal an die Frage denken, woraus besteht unser Universum, dann können doch die Neutrinos, selbst wenn sie nur ein klein bisschen wiegen, doch einen signifikanten Beitrag zu der gesamten Materie in unserem Universum beitragen. Und das ist jetzt diese Folie hier. Die alles entscheidende Frage ist jetzt aber, was ist denn nun die Masse des Neutrinos? Wir wissen, es muss eine haben, aber wir wissen noch nicht, wie viel, wie groß diese Masse ist. Wie messen wir die Masse vom Neutrino? Wie legen wir das Neutrino auf die Waage? Sie erinnern sich an den Tritiumzerfall. Proton, Neutron, Neutron und es wird ein Elektron und ein Neutrino emittiert. Die Energie, die sich diese beiden Teilchen aufteilen, ist 18,6 Kilo Elektronenvolt. Jetzt überlegen Sie sich, könnte das Elektron jemals die gesamte Energie bekommen? Eine Formel, die jeder kennt. E gleich mc². Und was bedeutet das? Ein Teilchen, was eine Masse hat, dem entspricht auch eine Energie. Das heißt, wenn das Neutrino hier rauskommt und einfach nur da sitzt, dann hat es zumindest mal seine Masse und dem entspricht eine Energie. Und diese Energie wird auf jeden Fall dem Elektron fehlen. Das Elektron wird niemals diese 18,6 KeV ganz für sich beanspruchen können. Auf jeden Fall nimmt das Neutrino so viel Energie weg. Und wenn wir uns das jetzt nochmal in unserem wissenschaftlichen Plot hier veranschaulichen, wo wir die auftragen, wie häufig eine Elektronenenergie vorkommt, dann hatten wir hier 18,6 KeV und hier irgendwelche Häufigkeit. Und wir haben so eine Verteilung, die hier bei 18,6 aufhört. So, wenn jetzt aber
das Neutrino eine Masse hat, dann wird das Elektron niemals diese 18,6 bekommen können. Das heißt, diese Kurve hier muss früher abfallen. Die maximale Energie liegt unter diesen 18,6. Und genau diese Differenz entspricht der Neutrinomasse. Das ist die Energie, die dem Elektron fehlt. Klingt einfach. Das heißt, eigentlich müssen wir nur ganz genau messen, was ist die maximale Energie, die das Elektron bekommen kann. Wir wissen, wie viel Energie freigesetzt wird, und der Unterschied im Prinzip hilft uns, die Neutrinomasse zu bestimmen. Für die Experten oder Physiker unter Ihnen, was wirklich am Ende die Signatur des Neutrinos ist, ist die Kurvenform hier am Ende. Die wird uns verraten, was die Neutrinomasse ist. Gut, aber wie können wir das jetzt messen? Dafür brauchen wir eine Waage oder ein Experiment, und das ist das Karlsruhe Tritium-Neutrino-Experiment oder Katrin-Experiment. Und hier dieses beeindruckende Bild zeigt das Katrin-Experiment nicht da, wo es jetzt steht, sondern die armen Leute in Leopoldshafen. Also da ist das Katrin-Experiment angekommen in Karlsruhe oder in der Nähe von Karlsruhe. Da gibt es diese Geschichte, die darf man nicht auslassen, wenn man über Katrin erzählt, nämlich dieses Spektrometer, so heißt das, wurde hier in der Nähe von München gebaut, also 300 Kilometer entfernt von Karlsruhe, war aber so groß, dass es nicht unter den Autobahnbrücken durchgepasst hat. Das heißt, das ganze Spektrometer wurde in die Donau verfrachtet, dann durch sämtliche Meere, Schwarzes Meer, Mittelmeer und so weiter, durch bis oben in den Rhein rein und dann Rhein entlang bis nach Karlsruhe und da dann die letzten Meter auf diesem Truck. 8000 Kilometer statt 300. Gut, wie funktioniert das Ding? Katrin ist insgesamt 70 Meter lang. Es besteht nicht nur aus diesem Teil, sondern hat am Anfang die Tritiumquelle und dann setzt sich dieses Spektrometer, was 10 Meter im Durchmesser hat, an. Und ganz am Ende steht ein kleiner Detektor. Detektor ist ein Gerät, was Sachen registrieren kann. Also das kann Elektronen aus dem Tritiumzerfall registrieren. So. Schauen wir uns mal kurz an, was hier passiert. Ich mache mal so eine Vergrößerung. Das ist jetzt hier so ein Zoom in diesen Bereich. Und was wir hier drin haben, ist Tritium. Ganz viele Tritiumatome. Insgesamt 30 Mikrogramm an Tritium. Klingt gar nicht so viel. Aber es ist eine große Menge für ein Experiment. Und vor allem ist es viel, weil das zu 10 hoch 11, also 10 hoch 11 Zerfällen pro Sekunde führt. 10 hoch 11 Tritiumzerfälle pro Sekunde passieren in dieser Tritiumquelle. Und jetzt kennen Sie sich ja schon aus, was passiert in jedem von diesen Zerfällen, was entsteht in jedem von diesen Zerfällen? Ein Elektron und ein Neutrino. Elektron, Neutrino, Elektron, Neutrino. So, die fliegen in irgendwelche Richtungen weg. So. Jetzt fliegen die also in irgendeine Richtung, weil wir wollen ja die Energie von dem Elektron messen. Wie können wir die Energie von diesem Elektron messen, wenn die hier einfach in irgendeine Richtung fliegen? Wir müssen die Elektronen bündeln und in Richtung von unserem Spektrometer leiten. Und das passiert, indem wir diese Quelle, also diese Tritiumquelle, mit Magneten ausleiten. Supraleitende Magneten werden hier
um das Quellrohr drumherum angebaut. Und hier auch an große Spulen und hier auch. Und diese Magnete erzeugen ein Magnetfeld, was die Elektronen führt, wie ein Schienensystem, die Züge. Das heißt, wenn ein Elektron hier erzeugt wird und zum Beispiel da nach rechts oben fliegt, spürt dieses Elektron das Magnetfeld und durch die Lorentzkraft wird es auf eine Kreisbahn gezwungen, um die Magnetfeldlinie drumherum. Ich weiß nicht, das haben Sie vielleicht auch mal irgendwann schon mal gehört. Also in einer sogenannten Zyklotronbahn bewegt sich das Elektron jetzt Richtung Spektrometer. Manche natürlich auch nicht. Manche fliegen nach hinten los und werden hier absorbiert. Aber ein großer Anteil der Elektronen fliegt hier in das Spektrometer rein. Und was passiert jetzt dort? Dort wollen wir die Energie analysieren. Und das passiert, indem wir das gesamte Spektrometer, dieses ganze große Ding, auf Hochspannung setzen. Zum Beispiel auf minus 18,5 Kilovolt. Das ganze Ding, das ist ungefähr die Größenordnung von Zügen, soweit ich mich da auskenne. So, hier kommt also das Elektron an, negativ geladen, negativ aufgeladen, das stößt sich ab. Das Elektron wird also abgebremst. Und nur wenn das Elektron genügend Energie oder genügend Geschwindigkeit hat, kann es durch das Spektrometer hindurchfliegen. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Minigolf. Zoomen wir hier rein. Ein Minigolfberg, oder er ist ein bisschen hoch geworden. Hier ist der Loch. Wenn wir uns jetzt vorstellen, hier haben wir einen Ball, der hat nicht so viel Geschwindigkeit, dann wird das nicht schaffen, sondern reflektiert werden. Und ein Ball mit sehr hoher Geschwindigkeit schafft es über den Berg bis hier ins Loch. Und genauso ist es beim Elektron. Wenn ein Elektron jetzt zum Beispiel 18,55 Kiloelektronenvolt Energie hat, dann wird es schaffen, durch das ganze Spektrometer hindurch zu fliegen und hier auf dem Detektor registriert zu werden. So, das ist die Idee im Groben. So, wie es dann noch weitergeht, diese Spannung wird nicht immer auf einem Wert stehen, sondern die können wir verfahren. Wir können also zum Beispiel die Spannung auf 18,7 Kilovolt setzen. Und jetzt Frage an Sie, könnte jemals ein Elektron dann durchkommen? Was war die? Nee. Jetzt gehe ich ganz langsam runter, in ganz, ganz kleinen Schritten. Und irgendwann sehe ich, aha, jetzt kommen Elektronen durch. Und ich kann zählen, wie viele Elektronen kommen durch, wenn ich ganz langsam runtergehe. Und dadurch kann ich die sozusagen die maximale Energie der Elektronen feststellen. Diese Information brauche ich ja dann wieder, um das mit der gesamt freigesetzten Energie zu vergleichen, um die Neutrinomasse abzuleiten. So, und jetzt kommt der spannende Moment. Hier ist nochmal das Experiment. Ich habe da was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob Sie da Lust drauf haben. Ich habe also am Wochenende ein bisschen gebastelt und ein Experiment vorbereitet. Und ich würde das zum ersten Mal durchführen. Also ich weiß nicht, wie hoch der didaktische Wert davon ist. Aber vielleicht dafür bräuchte ich zwei Freiwillige, nämlich ein Neutrino und ein Elektron. Ah, okay. Das Elektron oder das Neutrino? Elektron. Elektron. Jetzt also vielleicht noch jemand sehr leichten. Ja, da ist ja schon. Dann stellen wir das mal nach vorne. So, also ich habe das Katrin-Experiment sozusagen mitgebracht. Die hinteren Reihen müssen vielleicht kurz aufstehen, um sich das. Sie heißt Neutrino. So, also hier, das ist also ein echtes Designmodell von dem Katrin-Experiment. Man sieht hier die Tritiumquelle und hier dann ein bisschen abgeschnitten das Spektrometer. Ist natürlich nicht ganz die 70 Meter lang. So, also Elektron und Neutrino entstehen im Tritium. Entschuldigung für die Kamera. Oh.
Okay, also hier, Sie müssen hier, vielleicht passen Sie da ganz knapp hin. Tun wir das noch ein bisschen nach vorne, ja, dahinter. Brauche ich nicht mehr eigentlich. So. Und jetzt, oh, jetzt wird's eng. Machen wir kurz die. Ja, da ist die. Lassen wir es da stehen. Geht schon so. So, jetzt passiert also der Tritiumzerfall und dabei wird Energie freigesetzt, die sich das Neutrino, wie heißen Sie? Cynthia. Cynthia und Sie? Yamun. Yamun. Cynthia und Yamun aufteilen. Und zwar ist die Energie hier in Form von Müsli-Riegel. Auch eine ganz gute Energieeinheit, also Energiebombe steht aber drauf. So, also Tritiumzerfall passiert und ihr teilt euch diese Energiemenge auf. Greift mal rein. Man braucht beide Hände, es sind nämlich 18 Stück, logischerweise. Nicht 18,6? Nee, keine. So. So, das Neutrino hat wie viele? Naja, einige. Das heißt, es hat nicht nur die Energie, die seiner Masse entspricht, sondern auch kinetische Energie. Das Neutrino saust direkt davon. Dafür interessieren wir uns gar nicht. Aber hier ist das, Entschuldigung. Aber hier ist das Elektron und das hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Energieeinheiten. Das Elektron im Gegensatz zum Neutrino spürt das Magnetfeld, weil es geladen ist. Genau. Sie können sich jetzt in einer Zyklotronbewegung Richtung Spektrometer bewegen und stopp. Hier ist das Spektrometer und hier kommt man nur durch, wenn man genügend Müsli-Riegel hat. Und ich bin der Experimentator. Ich stelle die Spannung auf dem Spektrometer ein und sage, aha, 18 Müsli-Riegel braucht man, um hier durchzukommen. Geht nicht. Das nächste Mal, okay, 17, geht immer noch nicht. Das Elektron wird reflektiert, fliegt das ganze Magnetfeld wieder zurück und wird hinten an der Rückwand absorbiert. So, jetzt. Okay, jetzt. Nochmal rein. Jetzt machen wir einen ganz seltenen Fall. Nämlich den seltenen Fall, in dem das Elektron die maximale Energie bekommt, die möglich ist. Die Neutrinomasse entspricht einem Müsli-Riegel. Und der Einstein sagt, das Neutrino muss mindestens die Energie nehmen, die seiner Masse entspricht. Also ein Müsli-Riegel. Und der ganze Rest, den würde ich sagen, kann man in der Box nehmen. Also 17 Stück. Also diesmal viel schneller, weil mehr Energie kommt hier ran. Ups. 18. Nee, geht nicht. Also das hätten wir, wir stellen uns vor, würde jetzt reflektiert werden. In der nächsten Runde setze ich die Spannung ein bisschen runter. Und jetzt? Ja, genau. Und das ist die erste. Okay, sehr gut. Ganz wunderbar. Also jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wenn wir das jetzt ganz fein und oft ausprobieren würden, können wir irgendwann feststellen, was muss die Masse vom Neutrino gewesen sein? In diesem Fall ein Müsli-Riegel. So ist ungefähr die Energie, nicht die Energie, die Idee von diesem Experiment. Herzlichen Dank. War perfekt. Perfekt vom Neutrino, das darfst du natürlich behalten. Hier natürlich auch. Können Sie sich gerne später mitnehmen. So, genau. Und damit bin ich am Ende von meinem Vortrag. Jetzt möchte ich noch ein paar Fotos zeigen. Wie Barbara schon erwähnt hat, ist das ein historischer Moment von Katrin, weil hier sieht man am 18. Mai wurde das Katrin-Experiment tatsächlich in Betrieb genommen. Das heißt, es wurde zum ersten Mal Tritium in die Quelle eingelassen. Und also ich war selber, das sind jetzt zwei Studenten, ich war selber auch hier im Kontrollraum und das war schon ein Moment. Also nach 10 Jahren, ich habe vor 10 Jahren dort meine Doktorarbeit angefangen und dann haben wir auf die Monitore geschaut und plötzlich kam die Anzeige, Tritium ist drin und stabil in der Quelle.
Und tatsächlich sind auch die Elektronen, nachdem wir das Spektrometer Spannung runtergelassen haben, die Elektronen durchgekommen, genau in der Menge, wie wir es auch erwartet hatten. Also das war ein gigantisches Gefühl und auch ein toller Erfolg, denke ich, dass es so geklappt hat. Und das wurde dann auch gefeiert. Hier sieht man das Event am 11. Juni, die Einweihungsparty. Hier auch nochmal Kajita und Art McDonald, das waren die beiden, die 2015 den Nobelpreis gewonnen haben. Die waren auch eingeladen und haben auch einen Vortrag gehalten. Und dann wurde hier symbolisch dieser Knopf gedrückt. Ich durfte auch einen Knopf drücken. Und dann ist hier eine Lampe von rot auf grün gesprungen. Und es war auch tatsächlich so in echt gemacht, dass dieser Knopfdruck mit der Spannung vom Spektrometer verbunden war. Nämlich die wurde dann runtergefahren. Und die ganze Zuschauerschaft, 300 Leute glaube ich, hat gesehen, wie Elektronen tatsächlich auf den Detektor fliegen. Nochmal zur Frage, ursprünglichen Frage zurück, woraus besteht unser Universum? Also Katrin hat jetzt angefangen, wird aber 5 Jahre lang messen, um genügend Elektronen gefunden zu haben, die es geschafft haben, über die Spannung hier. 10 hoch 11 entstehen ungefähr 1 pro Minute oder 1 pro Sekunde, schafft es mal drüber. Also wir müssen sehr lange messen. Und dann, wenn wir die Neutrinomasse wissen, mit ein bisschen Glück wird Katrin das messen, dann werden wir besser verstehen können, wie sich die Strukturen in unserem Universum entwickelt haben. Allerdings wissen wir schon heute, dass die Neutrinos nicht die gesamte dunkle Materie sein können, aber eine neue Neutrinoart. Und daran forsche ich neben dem Katrin-Experiment. Noch eine, das ist die abschließende Folie. Das ist ein Detektor, den wir entwickeln, um Katrin weiterzuentwickeln, um Katrin zu erweitern, um damit dann auch nach dieser neuartigen Sorte von Neutrinos zu suchen. Das ist ein Ausblick vielleicht auch für die Fragerunde. Vielen Dank.